So, willkommen zurück zu Alex 2, dem Spiel mit anscheinend Nasty. Im Hintergrund steht übrigens noch Nyra, unsere aktuelle Begleiterin. Nasty, wie auch immer sie wieder aussprechen wollen. War die nicht die Tochter des Dukes oder so? Ich habe keine Ahnung, oder? Die war Tochter von irgendjemandem. Auf jeden Fall, die ist quasi der OG Morkon, bevor es die Morkons gab. Warum habe ich hier eigentlich einen normalen Mauszeiger? Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Die Jute hatte schon immer so einen leichten Drang zu Schmerzen und Zeug und ist deswegen bei den Morkons hervorragend aufgehoben. Wir erinnern uns daran, dass im ersten Teil rauskam, dass sie deswegen so nihilistisch und quasi von Tag zu Tag lebend war, weil sie irgendwie einen Kopfkrebs hatte, irgendwas, Gehirnkrebs, weiß ich nicht. Oder irgendeine lustige Krankheit, auf jeden Fall, die nicht heilbar war für die Technologielevel. Und dann im Rahmen ihrer Begleiterquest kommt dann raus, dass du sie heilen kannst. Und dann sah das eigentlich so aus, als würde sie sich da jetzt ein bisschen von abkehren, von ihrem ehemaligen Weg. War anscheinend nicht so. Naja, gut. Logan? Sie hatte einen Bruder? Ach so, dann war sie der Bruder von dem Anführer in der Dings. Ich habe keine Ahnung, wer Logan ist. Schwester. Okay, gut. Nice. Ja, aber anscheinend ist sie in der Grotte. Aber hat ihren Stammfriseur hat sie anscheinend auch mitgenommen. Sieht so aus, als hättest du es dir gut gehen lassen hier in der Grotte. Es ist wie überall. Wenn ich mal fest auftrete, kleben sie mir am Arsch. Aber wem sage ich das? Du warst ja auch nie ein Kind von Traurigkeit, oder? Ach Gott. Bei Fortuna. Oh, ist das ihr Ernst? Alter! Stellt einen Toningenieur ein! Mit der kleinen Schlampe unterwegs? Wie hieß sie noch gleich? Kaya? Ich hab gehört, du hast jetzt so einen Balg mit ihr. Ja, das stimmt, aber ja, wir haben unsere Momente. Ja, ja, mach dir mal. Geht mich ja nichts an. Also, ich weiß ja nicht, habe ich die Kritik schon ausgesprochen oder habe ich es irgendwo geschrieben? Ich glaube, ich habe es nur geschrieben. Also, der Punkt ist folgendermaßen. Das hier ist ein Spiel aus dem Jahre 2022. Und sie sind nicht in der Lage, Ingame-Zwischensequenzen zu machen. Schlimmer noch, sie haben also Pre-Rendered-Sequences, die anscheinend irgendwas eine 96 Kilobit Tonbitrate haben, weil man hat die Artefakte gehört in dem fucking Video, was sie gerade eingespielt haben, was irgendwie so 3 Sekunden lang war und überhaupt keinen Mehrwert hatte. Das hätte man sich auch sparen können. Das Ding hat Tonartefakte! Das ist nicht in ihr Ernst! Was? Sie hatten nicht genug Bandbreite für ein bisschen Audio? Das kannst du doch keinem erzählen! Das ist doch offensichtliche Inkompetenz! Ich meine, ich kann es eigentlich auch nicht verzeihen, dass du Videos einspielen musst, weil das hat man früher halt gemacht, weil früher war die Grafik halt echt kacke und wenn du da so ein bisschen Visuals haben wolltest, dann hast du halt da ein bisschen was pre-rendert. Siehe die StarCraft 1 Sequenzen. Also, StarCraft 1 gab es ja immer so kleine Videos, die waren auch nicht so geile Qualität. Die waren halt damals so, was du halt so machen konntest, ohne jetzt komplett gleich so ein Pixar-Studio anzustellen und sich komplett zu verbiegen. Die waren okay, sage ich mal. Aber selbst die Sequenzen damals in StarCraft 1 hatten besseren Ton als das gerade. Das kannst du mir nicht erzählen. Das hört sich an wie MP3, wie früher auf dem, wo hier noch so eine Stick-MP3, also das ist ein USB-Stick, aber egal. Also so ein USB-Stick-MP3-Player hatten, wo oben noch so Knackeldings drauf zum Hin- und Herdrücken war, die Nummer 256 Megabyte, wo du wirklich dann deine ganze Musik in 64K drauf gehaust hast oder irgendwelche exotischen Formate, die das Ding spielen konnte, probiert hast, wird sich dann richtig kacke angehört hat, nur damit du da irgendwie 200 Lieder raufkriegst. Aber das kannst du da heutzutage keinem mehr erzählen. Der Stick hier übrigens, den ich in der Hand habe, hat 32 GB drauf. Da könntest du Jahre an Audio raufpacken. Ja, stimmt nicht, aber egal. Bestes Video war noch die guten alten WMF-Dateien. Das war damals, glaube ich, ein ganz gutes Dingsbums. Naja, und auf jeden Fall, das regt mich, da wäre ich nicht drüber fertig, ne? Also, dass du Videos in 2022 Videos reinschneiden musst. Wer macht denn das noch? Ich meine, das Einzige, was ich das verzeihen kann, ist, wenn du richtig epische Zwischensequenzen hast. Aber das war das gerade nicht. Was das gerade war Ingame-Grafik, weil ihr Arm ist ja durch ihn durchgeklippt.
Weißt du, das war Ingame-Grafik. Das war 1:1 Ingame-Grafik mit einem Filter drüber geworfen. Das waren alle Sequenzen bis jetzt. Das haben die ja nur gemacht, weil sie diese Assets nicht haben wollten für Gesicht alte Kai. Also sie sparen sich quasi Grafikdinger, weil du müsstest ja diese Szene irgendwie aufbauen. Das ist ein bisschen aufwendig, wenn du es performant hinkriegen willst. Das machst du eigentlich nur, wenn du irgendwie sparen willst, weil du wirklich aber da hätten sie ja wenigstens mal die Animation richtig machen können. Aber, und das sagt uns doch, dass denn ihre Grafik-Engine nicht in der Lage ist, das besser hinzukriegen. Oder war das eine Sequenz aus LX1? War das ein Video aus LX1? Das macht es noch schlimmer eigentlich, aber war das LX1-Grafik? Darauf habe ich jetzt gar nicht so geachtet. Das könnte natürlich auch sein. Ich meine, die Grafik ist nicht viel besser geworden. However, das heißt aber, dass sie nicht in der Lage sind, in einer besseren Qualität zu rendern, weil sie Texturen oder 3D-Models nicht mit mehr Polygonen haben. Oder Pixel. Das ist doch noch schlimmer! Alter, das kannst du nicht bringen! Also ich meine, wo sind wir denn jetzt hier? Die Gegner-KI nicht zu gebrauchen, ist ja nicht auch schon... Also dieses Spiel, die sind in der kompletten Spielentwicklung. Die haben 20 Jahre verschlafen! Das ist nichts passiert! Das ist zwar irgendwie grafisch besser geworden, aber auch nur, weil du dir nicht mehr leisten kannst, ein 640x480 halt rauszubringen. Was übrigens besser gewesen wäre, wenn wir hätten sie als Retro verkaufen können. Also, das übersteuere ich leicht. Sorry. Muss ich nochmal meine Einstellungen drehen? Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Naja, genug aufgeregt. Logan? Was ist mit deinem Bruder? Hast du noch Kontakt zu Logan? Nee, auf den Penner habe ich keinen Bock. Seitdem die Berserker damals von seinem Thron im Vor getreten hatten, ist er nur noch ein kleiner Ganove irgendwo an der Küste. Er ist heute kein Duke mehr, aber er führt sich immer noch so auf, knackt Köpfe, mordet und plündert, wie immer. Soll er? Ich hab andere Pläne. Aha. Die Lauchdevs? Ein Alex im Stil von Gothic wäre aber auch schon cool. Naja, weiß nicht, ich glaube so. Also, das Ding ist, dass Gothic 1 Sachen besser gemacht hat, die dieses Spiel schon nicht kann. Weil ich möchte immer noch an das beste Feature erinnern, was viele Spiele immer noch nicht nachgemacht haben, oder eigentlich keins, was mir spontan einfällt. In Gothic 1, wenn du Schwertkampf nicht gelevelt hast, dann haust du mit diesem Schwert irgendwie ungefähr rum wie der letzte volle Dude. Weil du wackelst ja irgendwie rum und Dings und stehst dann auch so komisch. Sobald du das Schwertkampf gelevelt hast, stehst du immer besser da. Du siehst also anhand deines Charakters, dass du besser im Kampf geworden bist. Was ein mega geiles Feature ist. Ich meine, das ist nicht universell anwendbar, aber das ist trotzdem schon ziemlich nice. Ist mir irgendwie auch nicht aufgefallen, bis es mal jemand mich darauf hingewiesen hat. Aber ist egal. Und. Naja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wenn man seine ganzen Entwickler immer kündigt, bzw. Scheiße bezahlt und dann immer neue dazu kommen, dass man de facto kein besseres Personal kriegt. Na gut, was hat sie denn vor? Was sind deine Pläne? Was hast du vor? Die Morgons mögen Arschlöcher sein, aber sie bringen die Dinge nach vorne. Endlich mal Leute auf diesem verdammten Planeten, die den direkten Weg nehmen und ohne Umschweife auf den Punkt kommen. Ja, das passt zu dir. Trotzdem haben sie nicht die Cleverness, auch über die Landesgrenzen hinaus ihre Stärken auszuspielen. Wie denn? Ich meine, guck dir die Scheiße hier doch mal an. Eigentlich müssten alle hier schon lange aus ihrem Loch gekrochen sein. Manchmal habe ich das Gefühl, sie scheißen sich vor Angst vor den anderen Gilden die Hosen voll. Ja, gut, ich weiß auch immer noch nicht, wie die hier überhaupt Macht projizieren wollen, wenn das alles irgendwie... Ach naja, weil ich meine, ihre Macht basiert ja darauf, dass die Leute hier im Keller halten und nur die wenigsten rauslassen. Wie willst du denn so eine Armee aufbauen? Naja gut, ne? Der Gaming-Industrie-Husten ist schon wieder schlimm. Ja, da gibt es bestimmt was vom Farmunternehmen deiner Wahl. Leckere Kaubons oder so. So, nichts anderes als den Meistern draußen. Kümmert dich, lass dich einfach verrecken. Oh, das ist ein bisschen Herz. Damit geht es ihnen auch nicht anders als den meisten da draußen. Mag sein, aber das bringt mich nicht nach vorne. Um die Sache hier voranzubringen, brauchen die Morkons einen diplomatischen Vertreter, der den anderen Gilden beibringt, wie die Sache hier läuft. Seit wann interessierst du dich für jemand anderen als dich selbst? Sei kein Arschloch. Ich bin schon oft genug für andere in die Schlacht gezogen. Und das weißt du auch. Alter. Was ist denn das für ein Pelzmantel da?
dieser Ton, ne? Vor allem, warte mal, das ist noch viel schlimmer eigentlich. Doch das ist lange her. Heute herrschen andere Regeln. Und die wären? Schon mal rausgeguckt? Überall stehen diese dunklen Türme und überziehen das Land mit Krieg und Pestilenz. Wir sind hier unten blind und taub. Das Einzige, was wir von draußen wissen, ist das, was vereinzelte Vandalen auf ihren Raubzügen mitkriegen. Das reicht nicht. Wir müssen mit den Oberhäuptern der anderen Gilden irgendwie verhandeln. Sonst stehen wir ziemlich schnell alleine da und kriegen den Arsch aufgerissen. Es sind die LX1-Cutscenes, ne? Weil das nämlich das am meisten Irritierende an diesen Dingern ist, dass da drüber halt dieses Musik liegt. Die macht nicht so ein 64K-Bit-Rauschen, sondern nur die Geräusche von den Robotern zum Beispiel. Das ist halt auch extrem schlecht. Das ist halt immer... Oh! Ah, es ist alles schrecklich an diesen Dingern eigentlich. Wirklich? Ich meine... Also ich glaube, das Spiel wäre 5% besser, wenn sie diese Cutscenes einfach rausgelassen hätten. Und einfach nur vielleicht noch einen Satz mehr gesagt hätten. Oder weißt du noch damals, wie ich die Dings befüllt habe? Es ist halt so... Ich meine, du versuchst damit halt irgendwelche Leute abzuholen, die den ersten Teil nicht gespielt haben. Aber sagen wir mal ehrlich... Niemand spielt den zweiten Spiel von diesem Ding hier, wenn du den ersten nicht gespielt hast. Ich meine, das ist in meinem Fall ist es ja auch nur Komplizionismus, weil das hier so... Also prinzipiell ist das hier jetzt gerade hier wirklich mein reines Interesse daran, Trash zu Ende zu spielen. Ich meine, mit Gothic 3 war es ja auch nicht anders. Ich wusste von Anfang an, dass es Trash wird, dass es auch mit Total Conversion Mod nicht besser wird. Es ist kein Total Conversion Mod, aber dass es nicht viel besser wird. Und es ist hier genau das gleiche. Ich wusste, dass LX2 Trash ist und wir ziehen es jetzt hier durch. Aber ich nutze die Gelegenheit natürlich, um auf alles zu zeigen, was schlecht ist. Und wenn mir tatsächlich was einfällt, auch was besser ist. So, genug davon. So, sie redet auf jeden Fall davon, dass die Morcons Spione brauchen. Versuchen wir sie direkt abzuwerben? Ich bin auf der Suche nach guten Leuten und deine Fähigkeiten könnte ich dabei gut gebrauchen. Erzähl weiter. Oben in der alten Bastion von Caracas versammeln sich Abtrünnige und Menschen, die gegen die Eindringlinge mit ihren dunklen Türmen kämpfen. Ich weiß das. Ich habe von euch gehört. Was glaubst du, warum ich dir von meinen Plänen erzählt habe? Keine Ahnung. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich unterstütze deine Scheiße da oben in deiner Bastion und du unterstützt meine. Was heißt das genau? Worauf lasse ich mich da ein? Die meisten Oberhäupter der anderen Gilden kriegen das große Flattern, sobald sie mich sehen. Also brauche ich einen Leumund und Berater, jemanden, der sich mit solchen Typen auskennt. Jemanden, der mich zu ihnen bringt und mir den Rücken frei hält, wenn es mal nicht so läuft wie geplant. Sie meint jetzt aber nicht Jax, oder? Weil der kommt mir ja ein bisschen ungeeignet für den Job vor. Was? Okay, ich helfe dir mit den... Achso, wir könnten das noch in Frage stellen, oder ich helfe dir mit deinem diplomatischen Zeugs. Also mein Wille dazu ist echt niedrig, muss ich sagen. Okay, ich helfe dir bei deinem diplomatischen Zeugs und du wirst meine Waffengefährtin. Okay, dann... Na also, läuft doch! Dann schaue ich mir eure Gurkenklicke da oben in der Bastion erst einmal an. Ich möchte erst einmal sehen, worauf ich mich da einlasse. Hey. Ich wette, ich finde da nur einen Haufen alte Säcke und ein paar Säufer, die sich verlaufen haben. Du wirst es ja sehen. Sie darf rausgehen? Also dann, wir reden später. Hey, und glotz mir nicht immer auf den Arsch. Ja, eigentlich Fein. Nicht wirklich. Ihre komische, dreckige Leder-Hotpenster ist tatsächlich ziemlich unattraktiv, muss ich sagen. Achso, hier. Aha, und zwei Granaten rauszogen. Ja, schön, cool. Wir haben sie abgeworben, aber... Naja, achso, ich soll mir alle Kicks... Ach, guck mal, hier ist Dixon, den soll ich da umbringen. Gefangener, tot, nett. Das könnte aber kompliziert werden, hier umzubringen, oder? Guten Tag, Dixon. Keine Zeit, Kumpel. Will eine rauchen. Ja, aber, Das kannst du auch später tun. Ich habe aber jetzt Verlangen nach einer Kippe. Also spar dir die guten Ratschläge. Aber warte mal, du kommst mir bekannt vor. Die Statur,
Der Ausdruck? Du musst Jax sein. Kennen wir ihn? Ja, wir kennen ihn, ne? Aber ich habe komplett vergessen, in welchem Zusammenhang. Sind wir uns schon einmal begegnet? Fehlanzeige. Woher weißt du denn, wer ich bin? Hab von dir gehört. Das ist alles. Hast irgendeinen Hokuspokus bei den Alps veranstaltet, richtig? Und dann bist du von der Bildfläche verschwunden. Wenn du es so nennen willst. Schätze, wir tragen alle unser Päckchen mit uns rum. Da sind wir beide uns nicht unähnlich. Aber dass es einen wie dich in dieses Rattennest verschlägt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wolltest du etwas Bestimmtes von mir? Wenn nicht, zünd ich mir eine an. Eigentlich will ich sein Tod, ne? Du bist nicht von hier, richtig? Hab eine Zeit lang im Krater gelebt. War bei einem von Baxters Speichelleckern unter Vertrag. Einem Kopfgeldjäger, wenn du es genau wissen willst. Hing wie ein Köter an der Leine. Hab jeden Auftrag angenommen. War eine Scheißzeit. Bin nicht stolz drauf. Eine andere Arbeit konntest du nicht machen? Splitter wachsen nicht auf Bäumen. Außerdem war ich gut in dem, was ich getan habe. Und wie bist du dann hier gelandet? War gerade dabei, meinen Auftrag zu beenden. Sollte einer armen Sau eine Kugel in den Kopf jagen. Abzug drücken und fertig, dachte ich. Dumm nur, dass auch die Abwerber mein Ziel ins Visier genommen hatten. War so konzentriert, dass sie mir nicht aufgefallen sind. Was? Und als mein Schuss fiel, wollten die natürlich wissen, wer ihnen die Beute vermasselt hat. Der Knall hat meine Position verraten. Und gegen ihre Überzahl anzutreten, war sinnlos. Aber anstatt mich ins Grab zu befördern, bin ich hier gelandet. Zufrieden wirkst du trotzdem nicht. Wer kann das schon von sich behaupten? Trotzdem ist das hier meine neue Heimat. Woanders hätte man mich auch nicht haben wollen. Die Berserker hassen alle, die mal aus Baxters Hand gefressen haben. Und von den Klerikern habe ich schon lange nichts mehr gehört. Dass die Alps keine Option sind, dürfte klar sein. Hier habe ich eine klare Linie, klare Regeln, ein klares Gefüge. Wolltest du nie zurück? In den Krater? Vergiss es. Wenn du aber auf dem Weg dorthin bist, könnte ich dir etwas mitgeben. Natürlich bezahle ich dich auch. Wirst auch nicht schwer tragen müssen. So, den Kopf können wir ein andermal machen. Ich breche bald zum Krater auf. Gib mir die Lieferung. Mach ich. Hab das Zeug aber erst morgen zusammen. Da, eine kleine Stütze, damit du mich nicht vergisst. Aha. Wegen der Lieferung. Ich habe noch nicht... Was auch immer die Lieferung ist. Hoffentlich 50 Kaffeebohnen, soll ich das noch sagen? Nero hat ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Alles andere hätte mich auch überrascht. Aber noch ist keine Ratte zu mir durchgedrungen. Du erzählst mir das doch nicht etwa, weil du selber scharf auf die Splitter bist. Ich überlege noch. Was überlegst du da? Wegrennen werde ich nicht. Alles, was ich verlange, ist, dass du mir in die Augen schaust. Wenn du wirklich vorhast, mir die Kehle durchzuschneiden, steh dazu und eier nicht rum. Das ist auch ein guter. Das ist natürlich ein ganz schöner Power-Move seinerseits, ne? Na gut, also eine Lieferung holen wir uns dann andermal. So, gut. Mit Nasti haben wir auch geredet, wie auch immer wir sie aussprechen wollen. Das sieht auch sehr interessant aus mit diesen Bodendingern. Ja, wie ist die Selbstgeißelfraktion? Ja, ich meine, irgendwie. Ein bisschen irre müssen sie ja wirken, ne? Sonst könnten sie ja ihrem Wahnsinn nicht so ganz nachkommen. Naja, mehr dazu beim nächsten Mal.